Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie überwiegend mit Verständnis für die Überführung des Unterrichts in der Schule in den Online-Modus für 2 Wochen reagiert haben. Bis jetzt stehen die Zeichen auf grün, sodass wir mit Beginn der nächsten Woche wieder in den Blended Learning-Modus übergehen können. Leider wurde ein weiterer Krankheitsfall bekannt. Wir wünschen allen Covid-19-Betroffenen gute Besserung. Ich möchte mich ausdrücklich bei denen bedanken, die nach Bekanntgabe einer Infektion sich in Quarantäne begeben und damit einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Schulgemeinschaft und sich leisten. Für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern ist eine häusliche Quarantäne eine große emotionale Herausforderung. Diese emotionale Herausforderung dürfen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie belastet. Ich bitte deshalb die Schulgemeinschaft ausdrücklich darum, uns im Covid-19-Fall mit Offenheit zu begegnen und uns zu informieren. Eltern haben dazu untereinander bereits einen intensiven Austausch. Gut so. Diese Informationen benötigen aber auch in jedem Falle die Schulleiter. Dies erwarten wir und sie leisten dadurch einen Beitrag zur Sicherheit der Schulgemeinschaft. In dieser Verantwortung stehen wir alle. Wir haben das Blended Learning in der Schule im Verhältnis 3 Tage Präsenz und 2 Tage online nur erreicht, indem wir Lehrkräfte maximal flexibel eingesetzt haben. In der Grundschule, Klasse 1 bis zum IB. Dies führt dazu, dass bei einem auftretenden Covid-19-Fall in einer Klasse schnell 1/3 der Lehrkräfte betroffen sind. Aus meiner Verantwortung heraus müssen wir alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass solche Ereignisse die Ausnahme bleiben. Wir haben positive Signale erhalten, dass die neuen Lehrkräfte womöglich bald einreisen können. Dies führt wieder direkt zu Stundenplanänderungen in der Präsenz- und Online-Phase. Einen Stundenplan derzeit über Kontinente hinweg zu kreieren, ist ein Meisterstück und überhaupt nicht trivial. Wir werden sicherlich noch mehrfach Stundenpläne ändern müssen. Dabei müssen wir auch darauf achten, keine Gruppen in der Präsenzphase zu mischen und Gruppengrößen nicht über 15 Schülerinnen und Schüler zu bilden und vieles andere mehr. Es wird viel in den sozialen Medien diskutiert. In einem Meeting mit 200 Schulleitern, an dem ich digital teilnahm, wurden sehr besonnen auch über die Vielfalt der Herausforderungen gesprochen. Sollte es wieder zu einer Quarantänesituation kommen, an der 1/3 der Lehrkräfte betroffen ist, wird es sicher nicht ohne eine Online-Learning funktionieren. Darauf bereite ich Sie jetzt schon einmal vor. Wenn neue Lehrkräfte in Doha dazustoßen, werden wir versuchen, die Anzahl der Lehrkräfte, die in einer Klasse unterrichten, zu reduzieren. Aufgrund der Fächervielfalt in der Sekundarstufe 1 ist dies oftmals nicht möglich. Wir sind mit den deutschen Behörden ständig in Kontakt. Wir erfahren sehr viel Unterstützung. Dafür sind wir auch dankbar. Ich wünsche uns allen viel Kraft für die kommenden Monate, denn Covid-19 wird uns noch länger begleiten. Wir werden viele Kompromisse eingehen müssen. Lassen Sie uns da zusammenstehen, Deutschland und die Doha. Wir wissen, wie Bildung geht. Ihnen einen guten Tag. Jetzt durchzudrehen. Wir sind zusammen und schauen immer.